Das sieht sehr seltsam aus, muss ich ja zugeben. Wenn man das hier schon so rummacht, sieht alles leicht seltsam aus. Ich glaube, wenn man hier ungerade Zahl, das ist, nee, das ist eine gerade Zahl, das ist doof. Dann mache ich es anders, mache ich so. Machen wir hier auch nochmal so ein Pfeilchen hin. Oh, ich habe keine mehr davon, verdammt. Das sieht keiner. So. Macht man hier hinter halt auch noch mal ein bisschen was, aber halt nicht so wirklich, dass es zum Haus gehört. Ich weiß nicht, wie man das denn genau machen würde. Vielleicht den obersten? Nee, das wäre dann, das müsste dann ja auch... Ist ja eigentlich egal, woraus man das macht. Kann ja auch Erde sein. Oder hier Baumstamm. Ich mach das mal aus Erde. So. Und hier geht es dann ins Haus über. Ja, hier kann man halt schauen, vielleicht geht es dann noch ein kleines bisschen runter, aber dass man... Ja, dass man so... Dass man halt nicht komplett direkt aufs Dach drauf springen kann. Und da ist ein Loch. Hooray. Das gefällt mir noch nicht so ganz, aber wir können ja mal schauen, wie das denn so läuft hier. Und dann geht das schon und dann kriegen wir das hin. Hier zwischendurch kann auch noch ein bisschen Kies sein. Genau an diese Stelle, wo es nichts bringt. Hier hinter kann man das dann entsprechend noch ein wenig ausbauen. Mit Steinen. Und hier zwischen kann man auch noch vielleicht, wenn man sowas hier noch macht. Oh, jetzt habe ich da nichts. Sieht das nach was aus? Ich meine, hier kann man dann irgendwelche Sachen reinbasteln, theoretisch. Irgendwelche Räumlichkeiten noch. Müsste man halt nur irgendwas machen. Sonst bringt es ja auch nichts. Ich mache es erstmal alles mit den Teilen hier zu. Dass man die Idee dahinter sieht. Und der Durchgang ist jetzt ein bisschen sinnlos. Wobei, man kann ihn dann hier halt drinnen haben. Das geht ja auch. Dass man den hier ein wenig reinführt und hier runterführt. So, provisorisch, damit man hier nicht immer hochspringen muss, weil das so anstrengend ist. Hochspringen ist anstrengend. So, da oben hätte ich mal Air lassen können. Ah, genau das war ja gerade die Stelle, wo ich überlegt habe. Naja, es ist egal, machen wir es so. Ist ja gut. Hat sich das auch. Ich denke mal, es ist eine Art, also es ist schon Veränderung hier in der Gegend. Es sieht ein wenig... Ah, das ist das Skelett. Hallo. War das das, was hier vorhin rumgeklappert hat? Na. Das Blöde ist, man sieht halt nicht wirklich, wo die Schatten von den Bäumen sind. Dass man weiß, wo es dunkel ist. Aber ich denke mal, das wird ganz gut hier von der Gegend. Das muss auch nicht so hoch werden hier. Das reicht so vollkommen. Macht man hier jetzt auch noch hin. Hier auch. Das finde ich, glaube ich, besser. Nicht sowas hier. Macht man das hier so und dann so. Passt, glaube ich, besser hier oben hin in diese Gegend. Oder so halt. Wobei das auch schon wieder sehr eng ist. Ja, dass man hier quasi so eine kleine Abzweigung hat und hier geht es dann entsprechend noch ein wenig weiter. Mit all den schönen Wegen, die hier denn entstehen. Ach, ich habe ja wieder welche von den Teilen. Warum? Wo kommen die her? Habe ich die gerade irgendwo rausgebaut? Hier oben? Oh, ich weiß nicht. Man kann das Haus dann vielleicht noch tatsächlich hier ein bisschen rüberziehen. Aber das können wir dann schauen. Kies habe ich genau nichts dabei von Schade. Das ist blöd. Hier ist welcher. Ich glaube mir mal welchen. Ich habe keinen Platz. Boah, der wertvolle Schnee. Hep. Oh, ne, ist eigentlich... Oh. Immer diese Kies. So. 8 Stück. Und dann kann das hier mit... Machen wir mal Erde rein hier, ne? So.
Und das alles nur, weil ich zu faul war, ganz nach unten zu gehen. Dann haben wir jetzt hier viel mehr gemacht, als einfach nur in eine Kiste reinschauen. Es wäre schneller gegangen. Einfach in eine Kiste reinschauen und dann ist gut. Das mit dem Weg hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Muss man nicht immer erst ganz nach oben rennen. Sieht halt noch ein wenig seltsam aus, aber kommt vielleicht noch was Schöneres außenrum. Muss ich mal gucken, ist ja noch alles eher sehr provisorisch gehalten, sehr spontan hier reingefriemelt. Und ich muss sagen, wenn hier Schnee drüber gewachsen ist, dann ist sowieso egal, was hier los ist. Dann sieht alles gleich aus. Kann man hier hinten noch ein wenig verbreitern. Da habe ich noch welche. Kann man noch so machen, ne? Dass man hier so ein bisschen rumgebogen hat. Kann man hier vorne, ja, das ist dann halt... Komm, mach mal so. Zwischendurch kann man noch einen rausnehmen oder so. Ein wenig Air rein. Weil dann hätte ich einen später machen können. Damit das sich nicht mit dem hier beißt, weil bissige Sachen wollen wir hier nicht haben. So, schön, herrlich. Hier kommt noch ganz viel Grünzeug hin und dann ist gut. Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Es sieht halt jetzt sehr, sehr massiv aus. Aber vielleicht kommt es mir nur so vor, weil es bisher halt gefehlt hat. Aber das finde ich, glaube ich, gut, wenn hier mal ein bisschen was passiert. Es sieht auch sehr eng hier aus, ne? Die ganzen Teilen hier. Eigentlich ist das mit Stein auch gar nicht so schlecht. Wenn man hier, sagen wir mal, das aus Stein so macht oder andersrum, halt, dass dann nicht die Dinger da drunter sind, sondern halt aus Stein. Und man macht das hier einfach drei Stück breit, dann sieht es noch cooler aus. Hier runter dann vielleicht auch oder so? Auch mit den zwei Stück ist eigentlich auch blöd, ne? Das müsste eigentlich auch drei sein hier von der Breite. Ich will das halt auch nicht weiter da rausziehen. Das ist eigentlich schon vom Ort ganz gut. Wobei, es kann auch da gehen, das geht schon. Sieht, glaube ich, noch cooler aus. Ach Mann, ey, die Aufnahme ist schon wieder länger als gewollt. Werden doch vier Folgen raus, statt drei. Aber ich denke mal, das soll niemanden stören. Und kriegen wir hin. So sieht es eigentlich fast noch cooler aus, ne? Wenn es so leer ist. Ich glaube, ich lasse es dann gleich auch so. Erstmal kommt es alles noch zurück. Weil es dann schöner werden könnte. Die Chance ist da. Und es ist zu dunkel. Es ist Nacht. Ich habe es gemerkt. Deswegen vorm Essen erstmal noch einen schönen Steak in den Hals werfen. Damit man richtig gut schnarchen kann. Damit man auch süß, leichte und luftige Träume hat. Erstmal so ein fettiges Ding da sich reinfriemeln. So muss es sein. Mache ich auch ständig. Sieht schon sehr massiv aus. Ist hier drunter eigentlich ein Weg? So ein kleiner Weg. So, Schnee geschippt. Sand geschippt. Erde. Wollte ich nicht. Sorry. Wir können auch noch ein paar Schneeblöcke hinstellen. Glaube ich. Dass man mal den Eindruck hat. Oh. Hä? Achso. Ja, ist ja Quatsch. Dass man mal den Eindruck hat, dass da Schnee geschippt worden ist oder so. Das wäre doch mal abgefahren. So sehr, dass ich das total ernst meine gerade. So, Schneeblöcke. Kann man echt mal hinstellen hier. Hier. Die fallen total nicht auf. Verdammt. Ach, da werden die einzelnen Dinger wieder raus. Schneeblöcke. Wo brauche ich denn Schneeblöcke? Naja, eigentlich gar nicht, aber immerhin nehmen die jetzt keinen Platz mehr weg. Also nicht mehr so viel. Kann die hier draufpacken. So. Ich glaub's nicht. Dass man das hier drei breit macht. So Quatsch hier, das muss ja noch zur Seite. Das hier auch drei. Das sieht dann einfach besser aus. Bin ich mal recht fix der Meinung, dass dem denn so ist. Machen wir das noch eben und dann gibt es eine kleine Aufnahmepause. Ja,
Nö. So, meins. Schnee brauche ich nicht. Ich brauche die Teile. Ja, wahrscheinlich fehlen mir gleich ordentlich welche von den anderen Steinen hier. Das geht darüber, das geht dann hier hin. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann kann man den hier auch in die Mitte packen. Wenn man den Eingang hier dann macht, ist zwar halt da hinten ein wenig verschoben, dann muss man halt einmal leicht um die Kurve gehen. Aber dann sieht es besser aus, wenn man das in der Mitte hat hier. Oder man macht auf der anderen Seite halt auch noch irgendwas anderes. Dass man da nicht, hier das so. Also, dass man halt irgendwas Symmetrisches hat. Ich meine, ich bin nicht immer, im Symmetriewahn, aber zwischendurch, manchmal sieht es dann schon ganz gut aus. Wenn es dann ein wenig ordentlicher ist. Oder hier macht man halt noch irgendeinen kleinen Raum oder sowas hin. Keine Ahnung. Besenkammer. So. Kann man hier, halt Kammer, hier das nämlich vormachen. Kann man hier sogar dran durchgehen. Wobei, hier kann man das nicht. Das ist doof. Mit dem Hängenden, das sieht auch komisch aus. Ich muss eigentlich durchgehen. Und wahrscheinlich sollte ich die anderen Steine daneben. Das sieht doch schon deutlich besser aus mit den Teilen so. Finde ich besser. Kann man hier vielleicht noch einen Eingang machen, hier drunter dann noch irgendwie noch einen anderen Ort hinmachen, irgendwelche weiteren Unterkünfte, solche Geschichten oder halt tatsächlich mal irgendwie einen Weinkeller oder einen Lagerraum. Sowas in der Art. Wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Dass man da ein wenig besser das Ganze macht. Vielleicht sogar damit, dass die Erde hier vor ist. Weiß ich nicht. Das kann man dann später noch ein bisschen zerstören, wenn man das so nennen will. Ein wenig zeitgeschundener machen, dass man hier überall noch ein bisschen ein paar Sachen hinpatscht. Ein bisschen Erde hier und dann da, dass da Gras über die Sache gewachsen ist und solche Geschichten. Kann man hier dann direkt runtergehen? Das müssen dann, glaube ich, echt nur zwei sein, auch hier runter. So. Nee, Quatsch. Das hier können ruhig die anderen sein. Oh. Es ist halt sehr durcheinander gerade jetzt hier, aber ich denke mal, das geht. Kann man vielleicht dann von... Ja, vielleicht direkt... dass man das nochmal zulässt, dass man direkt von hier oben hier reinkommt. Und dann, dass hier vorne ein wenig, dass man hier so ein kleines Plateau macht, wenn man das so will. Dass man von da aus dann da reinlatschen kann. Dass man hier dann erst runtergeht. Dass man hier die Chance hat, dass man da zu den unteren Bereichen geht. Oder, naja, sieht auch doof aus. Oder, es sieht schon gut aus, aber auch schon doof gut. Gut doof. Weiß ich nicht, wenn man jetzt hier noch weiter vorziehen würde, was passiert dann? Angenommen, man lässt das hier nicht so dicht hier vorne dran. Sondern zumindest ein bisschen hier rausziehen. Nicht komplett, aber dass man dann hier vorne das noch so hat. Ich habe es gerade das hingemacht und mache es wieder weg. Das ist total schlau. Auch sehr schön für die Zeitersparnis und die Geräte hier. So, ich wollte das eigentlich dahinter sein, so. Nein, so. Da ein bisschen abgewechselt. Dass man das hier noch ein bisschen rauszieht. Der muss auch gar nicht dahin. Und dann hier vorne mal so langsam ein tiefer geht. Dass man hier das dann so hat. Wobei, es sollte drei Stück, ne? Dass man den hier hat. Weil da kann man halt keine Fackeln drauf packen, das ist das Blöde. Aber ist egal. So, hat man hier einen Durchgang. Sieht zum Glück nicht übertrieben aus, hat man hier das halt auch. So. Ja, sollte gehen. Das sind halt so Kleinigkeiten wieder. Auch hier, die Pfeiler müssen nochmal ersetzt werden, zumindest die hier vorne. Mit dem anderen Zeugs. Aber sonst geht das, ne? Glaube ich. Kann man hier noch irgendwas Schönes reinmachen? Kann man hier vielleicht auch noch das komplett durchziehen bis an die Seite? Kann man hier theoretisch auch noch was vormachen, dass man hier diesen komplett unteren Bereich ein wenig in dieser Form hat? Dass man hier so eine kleine
Ja, Markt nicht, aber es war ja auch sowieso mal der Plan, dass ich hier ein wenig mehr rumbaue. Das war eigentlich hier unten der Plan, dass das hier passieren wird. Diesen ganzen Bereich hier drumherum. Aber so finde ich es eigentlich auch ganz cool gerade. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass es dann so aussieht. Hier kommt dann halt das Haus vor. Auch wieder relativ gerade und einfach gehalten. Und dann ist es, glaube ich, cool. Hat man hier halt, weiß ich nicht, hier ist halt nichts, da ist Erde vor. Und dann ist gut. So, kann man sogar noch ein bisschen da reinpatschen. Hat man hier meinetwegen, bis wo ging das Haus jetzt genau? Hier hat man meinetwegen hier ein Fensterchen und hier auch noch ein Fensterchen. Und dann hat man hier so zwei Türen. So, genau. Kein Grund zu nuscheln. Und dann ist gut. Ich finde das gut gerade. Könnte mich auch nicht von abhalten. So, sende ich gerade dabei den Boden weg. Dann dürft ihr es gerne sagen, dass es blöd war. So. Ich finde das gut so. Kann man hier vorne dann halt noch kleine Zäune mit Fackeln drauf machen. Oben kann man hier... Also wenn man das nach vorne zieht, dann sieht es wahrscheinlich übertrieben aus. Ne? Dann sieht es von unten so bedrohlich aus. Oder man lässt es da halt. Man, das geht auch, klar. Aber da müssten hier halt sowieso die anderen Steine dann ran. Oder man macht es genau andersrum. Das ist hier... Oh, nee. So nach unten zeigt. Geht auch, klar. Müssen wir einfach mal schauen. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal hier. Weil ich mache jetzt eine Pause. Weil ihr zu anstrengend seid. Deswegen brauche ich unbedingt eine Pause. Und diese beginnt in wenigen Sekunden. Denn ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ein wenig was geschafft hier oben. Erstaunlicherweise. Und wir haben vorher noch stundenlang da hinten was repariert. Das mit der Ecke hier sieht noch sehr seltsam aus. Da muss noch irgendwie... Ich glaube, da muss noch auch noch ein Balken rein oder sowas. Holzgedengel. Und ja, ne, das hier sieht noch blöd aus. Das muss anders. Das gefällt mir nicht. Habe ich mir halt spontan entschieden, weil wegen dem hier. Das kann hier nicht durchgehen und dann hier plötzlich nicht mehr da vorhanden sein. Den nehme ich auch noch mit. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Da kommt auch noch so ein Bogen hin. Und gehabt euch wohl. Tschüss.